Willkommen zurück zu Binding of Isaac Rebirth. Ich hoffe, es funktioniert ganz gut hier. Ich probiere gerade OBS Multi-Plattform aus. Das ist ein Remake von OBS. Also der auch auf anderen Betriebssystemen gut funktionieren soll. Und der hoffentlich ein paar Sachen fixt. Schauen wir mal, was passiert. Wir sind immer noch bei unserer Mission. Von den letzten paar Mal Azazel zum Teufel. Und warum laufe ich hier lang, wo ich weiß, dass es keinen Itemraum gibt? Ich habe gedacht, ich mache den großen Raum zuerst. Nee, ich habe eigentlich gar nichts gedacht. Ich habe einfach gedacht, ich gehe rein. Was ich interessant finde, ist, dass ich gerade zwar nur nach rechts schieße und damit nur einen Bruchteil nutze von dem, was Azazel kann. Aber dieses nach rechts schießen schon effektiver war jetzt als so manche andere Aktion, die ich in den letzten paar Runs gebracht hatte. Batterien, die brauche ich nicht. Der kann ganz geil sein. Der kann ganz geil sein. Und da war ein blauer Stein noch im Itemraum. Ihr wollt mir doch sicher eine Bombe geben, oder? Nö. Da ist noch ein blauer Stein. Zwei schwarze Herzen und raus da. Ich bräuchte drei Bomben. Ich bräuchte jetzt echt drei Bomben. Zwei blaue Steine und einen Geheimraum. Und der Duke. Ich muss mal testen. Okay, ich habe die Knöpfe richtig eingestellt. Ja, der Duke ist tatsächlich viel weniger ein Problem als so manche andere Gegner. Wir kriegen Little Steven. Ja. Warum eigentlich nicht? Gehen wir mal weiter. Es war eine schnelle erste Ebene, würde ich sagen. Also wir hatten schon schlechtere. Trollbombe. Okay. Und Spinnen. Schade. Schaden gekriegt, hat sich nicht gelohnt. So, zuerst den, der schießen kann, dann die, die richtig nervig sind. Aber da kann ich mich ja verstecken. Verstecken ist immer gut. Und da ist noch ein blauer Stein. Ein Eyeblob. Oh, endlich mal eine Bombe. Unsere erste. Nehmen wir doch gleich mal den blauen Stein damit. Und wir kriegen unsere Bombe wieder und eine Trollbombe dazu. Naja. Schlechter Deal. Brimstone Baby. Brimstone Baby. Kann ganz interessant sein, weil der bringt Reichweite mit, die ich nicht habe. Mit Azazel. Aber das Zielen. Nase juckt mal wieder. Das Zielen ist eine Sache für sich. Autsch, genau wegen sowas. Zwei Bomben. Schön, weil ich wollte was ausprobieren. Das war recht knapp. Das wollte ich ausprobieren. Treffer. Nochmal zwei Bomben. Dann nutze ich das und... Ach, fuck, falsch Stockwerk, oder? In dem Stockwerk geht's auch! Ich dachte, das geht erst ab dem dritten Stockwerk. Wir haben den Magic Mushroom einfach so. Energy. Pheromones, den nehme ich mal mit. Noch mehr Pheromones und Puberty. Okay. Wir haben einfach mal einen fucking Magic Mushroom. So, zack. Da muss man aufpassen, die Spinnen können sich durch die Steine durchglitschen, wie wir wissen. Also an den Ecken. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen, was man macht. Okay, ich möchte noch eine Bombe, die ich nicht mehr habe, riskieren. Mist, ich habe ja die ganzen Pilze gesprengt. Was aber schon sehr sinnvoll war. Wir waren überall. Okay. Ja, in dem Opferraum könnte theoretisch noch ein Seelenherz liegen. Sehr geil. Auf das hätte ich jetzt eigentlich nicht gehofft, aber es hat funktioniert. Und durch die Liberty Cap haben wir auch noch ein paar random Vorteile. Das kann auch ganz cool sein. Und wir haben Pin. Alter. Oh, wir wurden getroffen. Aber... Wie, der hat verfehlt. Dann halt so. Dogfood, HP ab. Devil Deal. Hm.
Das linke ist das Necronomicon, das macht Schaden im Raum. Das ist genau, das ist der Rotherzengenerator. Und das Schöne ist, im Geheimraum lag eine Batterie. Nicht Rotherzen, Schwarzherzen. Das heißt, wir haben jetzt einfach mal zwei schwarze Herzen mehr durch dieses eine Item. Das lohnt sich, würde ich sagen. Das lohnt sich sehr schön sogar. Ich hoffe, die Lautstärke und alles stimmt. Das erste Mal, dass ich mit der Version aufnehme. Ich habe keine Ahnung. Was? Hier schon der Bossraum? Ich will aber eigentlich keinen Bossrush schaffen, ne. Oh, hallo Sloth. Hallo, tschüss Sloth. Nee, den. Ein Fool. Fool ist gut. Also auch wenn der das andere Trinket kann uns natürlich was nützen, wenn wir so einen Raum hier zum Beispiel finden. Hier können wir jetzt einiges an Geld machen, aber wir haben die Bomben dazu nicht. Und deswegen lohnt sich's wiederum nicht. Ein Schlüsselhammer. Da ist ein Kampfraum. Und ein goldener Schlüssel. Sehr cool. Ja, komm dann. Ich könnte mich auch rausporten. Aber wisst ihr was? Warum sollte ich? Ich will ja keinen Boss Rush, sondern ich will ja zum Teufel kommen. Deswegen ist es ja eigentlich vollkommen egal, wie viel Zeit wir brauchen. Ach, das Buch ist ja voll. Warum habe ich das noch nicht verwendet? Ey, dieser Schaden. Nur gelbe Feuer, die braucht man nicht. Okay. Ich spreng auch keine, oder ich hätte nicht mal mehr das Bedürfnis, Pilze zu sprengen, weil das Item, was man möchte, das Item, was man aus den Pilzen möchte, das habe ich ja. Das ist ja der Magic Mush. Oh. Aber nervige Gegner. Das sind noch zwei. So. Mit dem Scapegoat. Ne, nicht Scapegoat. Also mit diesem Protection Baby werden wir versuchen, so Sachen wie Mums Heart kräftig zu nerven. So. Und noch eine Bombe. Und hier. Muss das jetzt eigentlich sein? Kostenlose Truhe bringt uns nichts. Telepill. Okay. Puh, ich dachte schon, was. Jetzt würde ein Error Room kommen. Das wäre ja. Also ein Error Room will man ja eigentlich nicht. Das habe ich ja schon öfter erwähnt. So, schon mal hier rein. Ramming Speed eigentlich nicht, aber es ist kostenlos. Eigentlich will ich ja den Kompass. Aber Seelenherz. So, jetzt da lang und ganz nach oben. Und es ist irgendein Doppelboss. Vier Görklings. Das ist nicht so schön. Da will ich jetzt ein bisschen Brimstone Baby nutzen. Auch wenn es Brimstone Baby natürlich viel weniger Schaden macht als Azazel. Er kann halt mehr Abstand halten und damit ist es sicherer. Damage und Range Up ist schön. Oh, da benutze ich doch gleich mal mein Buch. Genau wegen sowas. Alter, diese erste Salve hatten fast gekillt. Und auch noch Kohle. Noch mehr Damage. Krasser Shit, würde ich sagen. Hey, krasser Shit. Also Damage. Curse of the Lost. Ja. Damage-mäßig sind wir voll. Unsere Range ist auch schon einigermaßen gut gewachsen im Vergleich zum normalen Azazel. Jetzt müssen wir uns nur auf einer Ebene zurechtfinden, ohne Karte. Wir könnten ja Glück haben und die Black Candle finden, aber wir haben ja kein Geld. Eigentlich wollte ich weiter nach rechts. Shit. Schlüssel brauchen wir vielleicht auch noch. Da wollte ich eigentlich nach rechts, um einfach mal die Richtung komplett abzuschließen. Oh.
Buch nutze ich jetzt jedes Mal, wenn ich es kann. Ist eh sinnvoll, ne? Ich habe auch noch eine Fool-Karte. Okay, zwei Gegner. Drei Gegner. Unsere Tiersrate könnte besser werden. Das wäre auf jeden Fall was Sinnvolles. Itemraum. Der war scheiße, da bin ich voll reingeflogen. Messer. Sacrifice. Nein, Mom's Knife. Und das ist jetzt das normale Knife, nicht das Brimstone Knife. Nee. Ach shit. Okay, wir haben Range, wir haben eigentlich auch ganz gut Damage. Aber es ist eigentlich nicht das, was man möchte. Das möchte ich auch nicht. Obwohl, ich könnte mich rausporten. Goathead. Das möchten wir doch. Und komm dann. Testen wir das Messer. War der gerade irgendwie verbuggt? Der hat sich überhaupt nicht bewegt. Okay, das Messer macht Schaden. Gut, das Messer macht dann doch ganz gut Schaden. Und wir haben den Goathead. Auch bekannt als Instant Win. So, da rechts könnte ein Geheimraum sein. Ich probiere es einfach mal. Treffer. Und ein bisschen Geld. Oder der Shiny Penny. Der gibt, den gibt es öfter mal hier. Dann gehen wir da rein. Guppies Collar. Ein Guppy-Item. Ich gehe so raus, weil dann kriege ich jetzt wieder ein schwarzes Herz führend. Okay, das Messer ist stark. Ich weiß nicht, ob mir der Brimstone lieber wäre, aber das Messer ist stark. Normaler Brimstone wäre natürlich geil. Ich will die Ebene so weit wie möglich noch erkunden, weil es gibt ja noch einen Shop. Und wir kommen den 15 Münzen so langsam nahe. Wie man sieht, ich nutze das Messer ausschließlich als Fernkampfwaffe. Man kann ja auch mit dem Messer einfach vorrennen, also hinrennen und überrennen. Ist mir ehrlich gesagt zu heikel, weil die Reichweite ist noch kleiner als beim Brimstone. Welche Batterie macht was? Ich glaube, die linke gibt mir die doppelte Energiemenge. Also, dass ich es doppelt aufladen kann. Und die macht den Quicker Charge. Ja, genau, perfekt. Oh, Mallybooms. Die waren mal da. Komm. Damage fucking up. Und zwar so, dass jeder Damage up, den wir haben, wird verbessert. Und noch ein Deviled Item. Weil Dark One. Nee, kein Devil Item. Speed und Damage nochmal. Alter, was? Damage up. What the fuck? Was geht da ab? Unser Damage ist außerhalb der Leiste. Und wir haben das Messer. Flupp tot. Wenn man trifft. Flupp tot. Da hätte ich, glaube ich, stehen bleiben können. Ach komm, das nehme ich auch mal mit. Chancen auf ein rotes Herz für einen Devil Deal im nächsten Stockwerk. Ich meine, wir kriegen ja einen Devil Deal in jedem Stockwerk. So ist es ja nicht. Shop, nein, nicht bevor wir nicht im Itemraum waren. So. Okay, ein Seelenherz. Das sage ich nicht nein. Aua. So, oh, Brimstone Baby hat anderen Gegner gekillt. Da ist noch eine verschlossene Tür. Oh, jetzt muss ich mich entscheiden. Da war ich zu schnell. Bei solchen Fehlern wäre die Nonnenhaube cool. Gut, jetzt weiß ich leider nicht, was ist Shop und was ist Bonusraum. Und welcher Bonusraum. Aber da wir noch nicht mal im Itemraum waren, ist uns das auch alles erstmal egal. Wir wollen zuerst in den Itemraum. Nee. Auch nicht mit Fool. Oh Gott. Schräg geworfen.
So, erstmal alle auslösen und dann töten. Und das ist Rage, glaube ich. Ja. Ich glaube, das ist das von Samson, wenn wir getroffen werden. Also nicht, wenn wir Gegner töten, sondern wenn wir getroffen werden. Schauen wir mal, wann wir rot werden. Bisher noch nicht. Ah, hier werden wir wahrscheinlich auch gleich getroffen. Nee. Ah, unser Baby hat Schaden angerichtet. Lemon Party, die brauchen wir eigentlich nicht. Aber gut zu wissen, dass er in der Rotation ist. So. Noch eine Karte. Ah, eine Sun. Na, jetzt können wir schauen, was in welchem Raum ist. Die zeigt uns das hier an. Okay, da schauen wir mal rein, ob es da ein Herzchen gibt. Nein. Da schauen wir rein. Greedo. Ein Messer. Ein Messer gegen Greed. Ich glaube, wir müssen aufpassen gegen den Teufel, dass wir ihn nicht töten. Wenn es so weitergeht. Ich habe keinen Schlüssel, sonst würde ich noch in den Shop schauen. Das ist schade. Dann schauen wir mal, welcher Boss kommt. Cage. Nicolas Cage. Zu kurz geladen und tot. Und nochmal Damage up. Ja, das ist noch ein Damage up. Und Antimatter 4 Shot. Auch noch Damage up, soweit ich weiß. Es hört gar nicht mehr auf. Damage, Damage, Damage. Und die Tür ist auch noch offen. Aber die lohnt sich nicht. Oh, Fledermäuse. Oh, ich habe wieder schräg geworfen. Oh, ich treffe nicht. Wenn ich treffe, sind sie tot. Der war jetzt cool schräg. Spielautomat. Ja. Blauer Automat kann gute Sachen bringen. Aber was er kann und was er tut, sind gerade zwei sehr unterschiedliche Dinge. Nein. Gib mir ein Curved Horn. Habe ich das freigeschalten überhaupt? Ich denke ja. Karte, Devil. Strength. Beide nicht so. Ich will eigentlich eher die Fool-Karte mitnehmen. Seelenherz, danke. Das nehme ich gleich mit. Na komm. Sei brav. Noch ein Seelenherz. Ich kann nur eins mitnehmen. Aber ein Schlüssel. So, dann will ich die Liberty und The Fool. So. Ihr schon wieder. Das hat kein Problem. Oh, noch ein Automat. Den sprenge ich sofort, weil ich habe ja eh kein Geld mehr. Bumm. Und Bomben zurückbekommen. Warum nicht? Und die sind kurz unverwundbar, wenn man in den Raum kommt. Das finde ich irgendwie schade. So, jetzt haben wir alle Herzen schwarz gemacht. Eigentlich hätte ich es nicht mehr gebraucht für die Heilung. Aber es macht ja ein blaues Herz auch schwarz. Alter, ich werf die ganze Zeit schräg. Damage up. Was zum... Wie viel denn noch? Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, aber... Alter. Ah, jetzt sehen wir gerade durch die Liberty Cap, sehen wir... den Kompass-Effekt. So, dann schauen wir mal. Da ist eine Spielhalle, da unten ist der Shop und links ist der Boss. Dann gehen wir doch zum Boss. Also Shop braucht man nicht... Es könnte noch ein Seelenherz geben, aber warum? Wir haben ein Buch, was in zwei Räumen wieder aufgefüllt ist. Und mit 7 Münzen. Ne, doch noch nicht. Okay. Hallo Mom. Hier dein Messer. Ich habe dir dein Messer mitgebracht. Oh. Hups. Polaroid ist stärker. Das benutze ich. Da schauen wir rein. Guppy. Fliegen. Spitten.
Ein Guppy Hat. Einmal verwenden und wieder ablegen. Was haben wir hier? Eigentlich nichts, was ich... Doch was ich lohnen würde. Der Devilbagger kann uns helfen, wenn unser Buch mal nicht aufgeladen ist. Also jede Seelenquelle, Seelenherzquelle hilft uns in diesem Run. Jede. So. Kann ich jetzt ein zweites Item holen, wenn ich wieder reingehe? Ich glaub's nicht. Das wäre ja... Das wäre ein Cheat. So. Curse of Darkness. Gut, der macht mir wenig. Ich glaube, in der Aufnahme ist er eher schlecht. Sowas glaube ich immer. Hm, das könnte mein Problem sein in Smash, dass ich... Ja, deswegen klappen, glaube ich, manchmal die Eingaben nicht. Weil ich zu diagonal steuere. Kein Kreuz, kein Kreuz, kein Kreuz. Hier könnten überall normale Herzen drin sein, natürlich. Das geht hier auch. Hallo, Gewitterwolke. Hallo, ihr Fliegen. Wurde leider nicht aufgedeckt. Oh, hallo, Bombe. Autsch, da hat's uns gesprengt. Aber unser Buch ist bereit. Und wir haben Full Health, yay. Und wir haben noch ein Seelenherz und unser Buch ist nochmal bereit. Ich nehme jetzt einfach mal einen Weg, von dem ich hoffe, dass er zum Boss führt. Und er tut es. So, Nahkampfkill. Und wir schauen uns den Boss an. Es ist der Bloat. Schnell hinter ihn. Und... Ja, töten. Mit Nahkampf. Warum eigentlich nicht? Jesus, choose. Damage and Range up. Drittes Guppy-Item. Ups, das war zu weit. Wir sind Guppy. Es funktioniert, glaube ich, nicht so gut mit dem Messer. Aber da wäre eh sterben. Scheiße, können wir mit dem Messer gegen den Teufel sterben? Ja, weil ich muss wegziehen. Es ist ja die... Es ist die zweite Form, nicht die dritte. Dingle stirbt in einem Wurf. Oh, doppelter Duke. Ups. Polaroid-Effekt. Ist natürlich auch cool jetzt. Ah, da war ein Stein. Eine Devil-Karte. Macht uns einen Raum stärker. Noch stärker? Wie soll das dann aussehen? Ich kann doch gar nicht mehr stärker werden. Danke für das Seelenherz, Devilbagger. Und wieder diagonal geworfen. Und eine Truhe. Ja, okay. Oh, oh, oh. Okay. Das hat irgendwie ganz geil funktioniert. Wie aber auch immer. Ich habe keine Ahnung. Hallo, Würmer. Da werfe ich jetzt ein bisschen absichtlich schräg. So, und... Na, ein, zwei ist noch. Ja, zwei. Tot. Und Wurf. Und alle Gegner tot. Oh, fuck, hey. Diesmal wollt's Baby nicht. Bad Gas, ja, okay. Habe ich halt mal gefurzt. Wo könnte der Boss sein? Oh Gott. Oh, getroffen. Aber alles tot. Schwarzes Herz, olé. Und wieder aufgefüllt. Ich muss echt aufpassen, dass ich den Teufel nicht töte. So, It Lives. Gut, It Lives müssen wir natürlich auch erstmal überleben. Wisst ihr, ich nehme das Spiel manchmal nicht ganz ernst. Wenn ich bedenke, wie unsere letzten Runs einfach scheiße waren. Und jetzt das. Pheromones.
Oh. Paar Little Horns. Oh Gott, ich muss auf... Ich muss das Messer wegzielen, darf währenddessen aber den Teufel nicht zu oft treffen. Mit dem Brimstone-Baby, mit Steven... Oh Gott, ich habe viel zu viel Zeugs dabei. Ich nutze jetzt auch absichtlich kein Buch mehr. Weil ich möchte ja gegen den Teufel sterben. Hallo, Fallen? Ne, nicht Fallen. Ne, wie heißt... Doch. Nee. Ach, ich weiß nicht mehr. Ups, shit, Seelenherz. Drei Bomben weniger. Ah, vierte Bombe weniger. Oh, die hat getroffen. Oh, Red Hand. Hm, nee. Rote Kisten wollen wir jetzt nicht. Und du laserst auch nicht zu viel. Ach, komm. Ich bin zu stark. Ich muss gegen den Teufel sterben. Das ist doch... Manchmal fragt man sich, wie soll man sterben in so einer Situation? Ich meine, wenigstens ist Gabi nicht stark mit dem Messer. Das merke ich jetzt gerade wieder. Ah, da ist der Boss. Ich schwäche mich mal ein bisschen vor. Aber nur ein bisschen. Ein Schild habe ich auch noch. Oh Gott. So. Okay. Soll ich mich noch... Ja, wartet mal. Ich muss die erste Form besiegen. Das ist das Problem. Einmal. Ich schwäche mich jetzt am Feuer. Ich weiß, dass ich den Fallen mit einem Schlag besiegen kann. Oder mit zwei Schlägen. Deswegen riskiere ich es, mit zwei Herzen reinzugehen. So. So, jetzt erstmal hier. Der Hassar ist perfekt. So, jetzt. Töte mich. Töte mich. Töte mich. Ja! We unlocked the lust. Es hat alles funktioniert, wie es sollte. Es hat alles funktioniert. Wow. Yes. Wir haben den letzten Charakter. The Lost. Der startet ohne Item. Und das zeige ich mal kurz. Er kann fliegen. Er kann schießen. Und er hat keine Herzen. Laser Tears. Pritzel, pritzel. Und es ist tatsächlich so, egal was er einsammelt. Ich zeige es mal gleich. Erstmal hier das... Ah, das ist ein perfektes Beispiel. So, Eternal Heart, passiert nichts. Ich habe kein Eternal Heart bekommen. Schwarzes Herz, passiert nichts. Ich kann sie einsammeln, es passiert einfach nichts. Eine der nächsten Herausforderungen wird mit dem Lost das Spiel durchzuspielen. Also, ja, man sieht es hier, ich muss wirklich jedem, allem was nur geht, ausweichen. Es gibt keine Möglichkeit für mich, irgendwas zu überleben. Und das wird eine der nächsten Herausforderungen, die wir angehen. Und er kann nicht einfach durch Türen durch, sondern für ihn gelten die gleichen Itemraumregeln wie für alle anderen Charaktere auch. Und Schadensregeln und was auch immer. Aber das soll es gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst in jedem Fall Kommentare und konstruktive Kritik da und ansonsten wie immer, bis zum nächsten Mal, einen schönen Abend noch und tschüss.